Willkommen hier wieder zurück zu Metroid Prime Remastered für die Nintendo Switch. Für was auch sonst, ne? Oh, Pilze. Wachsen die nach? Das scheint giftig zu sein, da sollte ich also nicht lang. Okay, da darf ich noch nicht lang, weil das ist mir zu gefährlich, weil hohe Temperaturen. Dafür brauche ich eine Feuerschutzrüstung. Also gehen wir jetzt erstmal hier lang. Wow. Hier habe ich euch nicht vermisst. Wo bin ich denn jetzt? Die kommen hundertprozentig wieder. Vorne ist eine Tür. Wie komme ich an die am besten ran? Aufspringen? Ja. Da lang? Hier weiter hoch, oder? Mann. Viele Wege. Ne, da komme ich noch nicht lang. Denn dafür muss ich erstmal die Bombe haben. Und die habe ich noch nicht. Das heißt also, hier kann ich getrost jetzt wirklich hier unten lang gehen. Drecksding. Da bin ich in einem ganz anderen Bereich. Alter, ich verlaufe mich hier so derbe. Oh, hier kann ich speichern schon mal und nicht auffüllen. Das ist schon mal gut. Das ist super. Irgendwann gucken wir noch, was ihr nochmal seid für Kreaturen. Pilze muss ich auch nochmal gucken. Sprengkopf. Flüchtige Substanz innerhalb des Pilzhuts. Explodiert zur Selbstverteidigung. Das giftige Hutfleisch des Sprengkopfs bewahrt ihn davor, gegessen zu werden. Seinen Namen verdankt er seinen explosiven Pilzhut. Dieser sprengt sich, sobald er den geringen Kontakt bemerkt. Okay. Dann krabbeln wir hier mal hoch. Sonst noch irgendwas? Nein? Okay, danke. Das Scan geht mir jetzt irgendwie schon auf die Nerven. Ja, klar, man kann dadurch Informationen erhalten, aber... Ah, Schmutz. Ach, natürlich falle ich runter. Beim Sammeln von Energie. Na, vorsichtig, weil scheinbar komme ich da wieder raus, genau. Sturzsegler. Ledertier mit ausgeprägtem Revierverhalten. Sturzsegler haben eine enorm hohe Körpertemperatur, die bis zu 121 Celsius betragen kann. Dadurch können sie leicht mit wärmeempfindlichen Sichtgeräten erfasst werden. Decken Kopf über an Höhlendecken, während sie auf kleinere Beutetiere lauern. Zur Verteidigung ihres Reviers stürzen sie sich auf alles, was sich ihnen nähert. Mehrfache Haare ist im Sandsteinblock der Mauer gefunden. Okay, bringt mich aber nicht weiter. Oh, das war knapp. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Sprung doch noch schaffe. In Ruhe, danke.
bin ich? Ich will wieder zurück zu meinem Schiff, ey. Wow. Okay, das bringt mich nicht weiter. Aber ich weiß, wie ich an dem vorbeikomme dann. Auch nix. Ach, dafür nehme ich die Bomben. Aber wo kriege ich die Bomben? Wann finde ich die Bomben? Oh Mann. Ich glaube, ich habe in ein Nest gestochen. Na. Im Eintrag wurde Depressierung Typus Verbrennungsdrohne programmiert auf thermische Abfallentsorgung. Die Schaltpläne dieser Drohne lassen vermuten, dass es zu einer Fehlfunktion kommt, falls der interne Energieverteiler beschädigt wird. Zwar verfügt die Einheit nur über minimale Kampfprogramme, dennoch ist sie im Bedarfsfall fähig zur Selbstverteidigung. Die Flammenwerfer gleichen Mängel in der übrigen defensiven Konzeption wieder aus und machen die Drohne zu einem gefährlichen Gegner. Okay. Okay, netter Boss. Warum kommst du jetzt um die Ecke? Du rennst ja immer nach da oben, nur um die blöden Wespen rauszuholen. Wow, oh Mann, verdammt. Ich hab es mit dem Springen noch nicht so raus. Okay, krieg ich jetzt einen Flammenwerfer? Was ist das? Nein, die Bomben? Ernsthaft so früh? Mothball-Bombe erhalten. Geil. Okay. Für mich persönlich ein Gamechanger. Oh, das ist ja... Das ist auch noch in 3D. Oh nee. Kann sich auch noch komplett vertun, ey. Mann. Moment. Dahinter ist noch was. Da ist noch was. Neue Missiles. Okay. Mann. So, rein da. Renn da durch. So, und jetzt kann ich bei dem hier lang. Danke.
Was ist das? Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank aufgenommen. Standardmäßiger betriebsbereiter Morphball-Aktivator. Durch das Einsetzen eines Morphballs in Verbindung mit einem anschließenden Bombendetonation senden diese Aktivatoren elektrische Impulse aus, welche die unterschiedlichen Vorrichtungen aktivieren können. Und aktivieren. Nein. Ich glaube, hier läuft gerade eine Zeit ab. Und die Zeit gilt es gerade hier. Erledigen. Haben wir es jetzt geschafft? Okay. Ich bin jetzt einfach nur durchgerusht. Würde ich gerne hier noch so ein bisschen erkunden. Ich jetzt hier irgendwie hoch? Hab ich hier bin ich hergekommen, ne? Genau, hier kam ich her, da konnte ich nicht lang. Ah, das war sogar. Oh, das war sogar richtig. Interessant. Okay. Wo auch immer ich jetzt hinkomme, hier ist nämlich keine Information vorhanden. Scheinbar hier nur durch. Noch ein Energietank, klar. Je mehr Energietanks, desto besser. Er sagt mir... Moment. Hier in irgendwas drin, wo ich aber nicht weiterkomme. Okay. Da komme ich auch noch nicht weiter. Nee, hier muss noch irgendwo was sein, aber da komme ich noch nicht lang. Bin ich jetzt echt einmal komplett umsonst? Also umsonst war es nicht. Es war ein Energietank, ne? So ist es jetzt nicht, aber... Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Nö. Da unten ist noch was. Sogar eine größere Karte. Ja. Ist ein Laser hat mich erwischt. Immer einfach mal schnell durch und dann sowas. Ich habe mir gerade die Frage, ist das unten weiter? Ich glaube, das war unten, ne? Ich glaube, das ist hier lang.
Was die Wässer verdirbt, sucht die Sonne. Kleine Energiekapsel. Achso. Unten überhaupt lang? Irgendwie nicht. Dann kann ich auch hier oben lang. Lang, lass mich durch. Das Metalltor blockiert den Zugang zum dahinterliegenden Bereich. Vier Kultsymbole zieren seine Oberfläche. Übereinstimmende Symbole innerhalb dieses Raums müssen gescannt werden, um Zutritt zu erlangen. Sensenranke. Kräftiger, im Felsreich lebende Tentakel. Ein einzelnes Auge an der Sensenranke hält permanent Wache. Sein Gesichtsfeld ist allerdings auf 10 Meter beschränkt. Der klingenähnliche Fortsatz an dessen Spitze ist messerscharf. Die Sensenranke wirbelt mit dieser Klinge wild um sich, sobald etwas in ihrem Wahrnehmungsbereich gerät. Wird. Das sieht die Metallablagerung weisen auf einzigen Wasserausfluss hin. Intakte Wurzel verlaufen über die Oberfläche. Pflanzen scheint im belasteten Wasser zu gedeihen. Da hinten ist ein Symbol. Hier fehlt mir noch ein Kultsymbol. Irgendwo hier sein, das Kultsymbol. Achso. Auf dem Boden. So. Hier rüber. Nein. Ah, das war doof. Den Sprung ist nicht geschafft. So. Das Tor wurde entriegelt. Was ist das? Charge Beam? Oh ja, das ist der Charge Beam, oder? Ha, schön. Oh. Mein Gott.
Schön, mit dem Charge Beam, das geht einfach und easy. Moment, hier soll noch irgendwo... Ah! Okay, da ist aber ein Umweg. Ein Ausweg? Keine Ahnung, irgendwas von beiden. Umweg, Ausweg. Okay. Auch hier kann ich wahrscheinlich wieder nicht weiter. Da fehlt mir wahrscheinlich irgendwas. Ne, da komme ich nicht weiter. Da brauche ich erstmal wieder eine andere Fähigkeit. Kann ich irgendwas auf der Karte markieren? Nö. Leider nein. Na gut, hier kann ich auch einfach drei aufballern. Schauen wir mal, was wir jetzt hier mit dem Charge Beam alles erledigen können. Können wir damit alles einsammeln. Da glaube ich nicht, dass es rüber geht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, speichern wir hier und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.